Für viele von uns, für viele von Ihnen, wurde es in den letzten Monaten, seit Corona uns beschäftigt, zum ersten Mal, ja, ganz alltäglich, sich etwa für Videokonferenzen oder für Live-Schaltungen zurechtzumachen, sich jedes Mal wieder zu überlegen, wie man sich jetzt am besten schminkt, wie man sich in Szene setzt, wenn man online geht. Auch das eigene Wohn- oder Arbeitszimmer ist vom privaten Raum plötzlich zum semi-öffentlichen Raum geworden, hat eine repräsentative, also eine nach außen gerichtete Dimension erhalten, die es sonst nicht hat. Was aber für viele ganz neu sein mag, das ist für viele andere seit etlichen Jahren durchaus selbstverständlich bereits. Also immer dann, wenn sie sich ihr Umfeld in sozialen Medien präsentieren, wenn sie Bilder oder Videos an Follower posten oder auf Accounts gänzlich öffentlich zugänglich machen, dann verlassen sie ja auch schon zumindest ein Stück weit ihre Privatsphäre. Vor allem gilt es dann, wenn man ein Selfie macht. Denn auch Selfies sind ja jeweils für eine kleinere oder größere, für eine definierte oder undefinierte Öffentlichkeit in Szene gesetzt. Und deshalb könnte man sagen, streng genommen sind Selfies gerade keine privaten Bilder. Das ist zumindest eine These, die ich in meinem Band über Selfies vertrete, der im Frühjahr 2019 innerhalb der Reihe Digitale Bildkulturen im Verlag Klaus Wagenbach erschienen ist. Selfies, das führe ich darin aus, sind fast nie mit der Absicht gemacht, jetzt besonders wahrhaftig zu sein. Nein, es geht vielmehr mit ihnen darum, ja, in eine soziale Interaktion zu geraten, dafür eine bestimmte Rolle anzunehmen und sich entsprechend dieser Rolle dann besonders prägnant, witzig, originell, gaggig, überspitzt zu inszenieren. Oft genügen dafür die Möglichkeiten von Mimik und Gestik oder der Einsatz von Accessoires. Oft aber bedient man sich zusätzlich digitaler Filter und Masken, mit denen sich ein Selfie schnell, vielfältig verändern lässt. Und nicht selten will man sich und seine Intimsphäre damit sogar schützen. Also es gilt, könnte man sagen, je mehr man inszeniert, je mehr man gestaltet, desto mehr verbirgt man zugleich auch. Nun ist mit Selfies in den letzten 10 bis 15 Jahren eine neue Kultur der Inszenierung und mit den sozialen Medien ein neuer öffentlicher Raum entstanden. So würde ich sagen, dass die Standards dieses neuen öffentlichen Raums aber auch zurückwirken auf den herkömmlichen, also auf den physischen Raum. Und deshalb spreche ich im Untertitel meines Buches auch von einer Rückkehr des öffentlichen Lebens. Damit beziehe ich mich auf Richard Sennett, auf seine in den 1970er Jahren berühmt gewordene Diagnose eines Verfalls und eines Endes des öffentlichen Lebens. Sennett führt zuerst aus, wie vor dem 17. und 18. Jahrhundert noch ein sehr reiches öffentliches Leben existierte, also wie vor allem Adel, Bürgertum, eine aufwendige Kultur der Inszenierung gepflegt wurde. Also je nach Anlass schlüpfte man in andere Rollen, man begriff das öffentliche Leben insgesamt eigentlich als ein großes Theater. Und dann im 19. und 20. Jahrhundert, das ist dann Sennetts These, wurde das öffentlich inszenierte Leben gerade zunehmend verdächtigt, unaufrichtig zu sein, gerade weil es sozusagen den Charakter des Theaterspiels hatte. Dem hat man dann misstraut. Man hat darin jetzt auf einmal nur noch Show, nur noch Fake gesehen. Und dagegen hat man dann, das ist seine zweite These, das Eigentliche, also das, worauf es ankommt, immer mehr im Privaten, immer mehr im Intimen gesehen. Also das Nicht-Inszenierte galt jetzt als das Ehrliche, als das Wahre. Also je mehr der Mensch für sich, bei sich ist, das ist dann so die in der Moderne leitende Vorstellung, desto mehr, ja, könnte man sagen, fallen die Masken, desto eher kommt das wahre Gesicht zum Vorschein. Und das heißt, das öffentliche Leben hat eine Abwertung erfahren, es ist immer mehr vernachlässigt worden. Und jetzt also soll das öffentliche Leben gleichsam durch die Hintertür, durch die Online-Welt zurückkehren? Nun, das ist tatsächlich meine These. Und gerade in den letzten Monaten fühle ich mich mit dieser These eigentlich ganz gut bestätigt. Zuerst mal
würde man sagen, war es doch allerdings noch nie so berechtigt, wie jetzt in Zeiten von Corona, vom Verfall und Ende des öffentlichen Lebens zu sprechen. Also in den meisten Ländern der Welt ist es tatsächlich weitgehend zum Erliegen gekommen. Der öffentliche Raum ist zum Gefahrenort geworden, darf teilweise sogar nur noch mit Schutzmasken betreten werden. Also aufgrund der Maskenpflicht darf man ja kaum noch Gesicht zeigen. Doch würde ich sagen, zeigt sie jetzt eben auch, wer es trotz aller Einschränkungen schafft, eine Idee von Öffentlichkeit positiv zu gestalten. Meine Beobachtung dabei ist, wenn ich es vielleicht gleich mal so als These zuspitze, wer viel Selfie-Praxis im öffentlichen Online-Raum gesammelt hat, der wird sowas wie die Maskenpflicht im realen öffentlichen Raum kaum als Problem empfinden und diese Maskenpflicht sogar dazu nutzen können, auch hier, also im realen öffentlichen Raum, verstärkt ein öffentliches Leben zu manifestieren. Wer über Selfie-Praxis verfügt, ist nämlich, wie ich ja gesagt habe, bereits trainiert darin, das Gesicht als zur Inszenierung disponierte, immer schon inszenierte, wenn man so will, immer schon maskierte Fläche zu begreifen. Und so sind eben Schutzmasken nur eine weitere Spielart, das natürliche Gesicht zu verändern. Also auch sie lassen sich als Chance zur Inszenierung begreifen. Kaum stand die Maskenpflicht bevor, präsentierten die Accounts von Influencern, aber genauso zahllose andere Postings in sozialen Medien, viele, viele Designideen für Masken zum Kaufen, zum selber machen. Innerhalb weniger Tage zeigte sich, wer die Masken als eine interessante Fläche mit viel Gestaltungspotenzial begreifen kann, als Gelegenheit auch sich ja, zu was zu bekennen oder sich als besonders modebewusst zu erweisen. Und für diese Menschen sind auch Selfies mit Masken jetzt nicht nur kein Manko, sondern vielleicht sogar eine willkommene neue Variante. Und die Beliebtheit dieser Variante, die man unter Hashtags wie MaskSelfie finden kann, bestätigt meiner Meinung nach, wie sehr es bei Selfies generell um Inszenierung und Verkleidung, also um Maskierung, um Schutz, auch um Verbergung geht. Das heißt, ein Selfie mit Maske ist auch nicht mal jetzt ein krasser Kontrast zu anderen Selfies. Also statt jetzt aber nur dabei das halbe Gesicht als verdeckt anzusehen, überlegt man sich eben lieber, was sich auf der Fläche der Maske alles mitteilen lässt, wie sie vielleicht auch mit den Haaren oder mit der Kleidung in Beziehung gebracht werden kann. Allerdings, genauso schnell wurde auch deutlich, dass viele die Schutzmasken nur negativ wahrnehmen können, eben als Entzug, als Verlust von Sichtbarkeit. Dass sie sie nicht als ein Accessoire begreifen können, mit dem sich was zeigen lässt, sondern nur als eines, das verdeckt, das Ausdrucksmöglichkeiten beschneidet. Das aber sind, und das ist ja der zweite Teil meiner These, oft, natürlich nicht immer, gerade diejenigen, die wenig Praxis mit Selfies haben und die vielleicht sogar Selfies grundsätzlich ablehnen. Viele lehnen Selfies ab, gerade weil sie eben inszeniert sind oder weil sie deshalb der Meinung sind, Selfies seien etwas Unaufrichtiges. Sie finden, die Mimik und Gestik ist dann bloß affektiert und künstlich. All die Inszenierungen halten sie für oberflächlich, für selbstverliebt, für narzisstisch. Nur mal ein typisches Beispiel. Der bekannte Psychoanalytiker, Autor Hans-Joachim Marz sprach in einem Vortrag 2015, ausgehend von seinem 2012 erschienenen Buch Die narzisstische Gesellschaft, davon, dass Leute, die viele Selfies machen, beziehungsgestörte Narzissten seien. Und er sagt, Zitat, mit der Selbstdarstellung, die man vermarktet in seinen Netzwerken, entwirft man permanent ein falsches Bild von sich. Und weiter noch ein Zitat Marz, man glaubt selbst in dieser Pose, man sei so und das dient im Wesentlichen der Abwehr. Man ist beschäftigt mit dieser Selbstdarstellung, um nicht sehen zu müssen, wie es innerlich um einen bestellt ist. Zitat Ende. Also Marz denkt hier ganz klar in der Opposition zwischen so dem wahren inneren Selbst und einem falschen, für die Öffentlichkeit inszenierten Selbstbild, und sondern das inszenierte Selfie verdeckt das wahre Selbst und ist damit aus der Sicht von Marx sogar gefährlich, sozusagen eine Form von Selbstzerstörung dessen, der das Selfie macht. Diese Behauptung aber entspringt genau der Logik, die Richard Sennett dafür verantwortlich macht,
dass es in der Moderne zum Verfall und Ende des öffentlichen Lebens gekommen ist. Weil man eben das Private, das Intime, das vermeintlich Wahre dem Öffentlichen grundsätzlich vorzieht. Und das Öffentliche wird dann seinerseits nach den Maßstäben des Privaten gemessen. Also auch dort will man alles so unverstellt, so rein, so authentisch, so nicht maskiert wie möglich erleben. Und daher ja, erscheint natürlich schon jedes sich zurechtmachen als Form von Manipulation. Erst recht aber eine Maske, die flächenmäßig rund die Hälfte des Gesichts abdeckt, ist dann ja ein schlimmer Eingriff, wird als große Bedrohung erlebt. Tatsächlich erkennen manche darin einen Maulkorb. Also wer sich nicht mehr zeigen kann, wie er oder sie ist, ist ja dann auch schon in den eigenen Ausdrucks- und Artikulationsmöglichkeiten behindert, erfährt sich eben als manipuliert. Und ja, daher braucht es eigentlich auch nicht zu verwundern, um bei meinem Beispiel zu bleiben, wenn derselbe Hans-Joachim Marz bei einer Demonstration in Halle, auf der gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen protestiert wurde, davon sprach, das war am 16. Mai 2020, die Maskenpflicht sei, Zitat, wie ein Kotau zur Unterwerfung. Oder weiter sagt er nochmal, Zitat, das Tragen der Maske ist ein Symbol der Unterwerfung. Zitat Ende. Also die Maske denkt Marz wie das Selfie als ein ja, bedrohliches Mittel, das sondern gegen die Entfaltung des Wahren, des Inneren selbst gerichtet ist. Noch weitergehend assoziieren manche eine Atemschutzmaske dann sogar mit einer religiös begründeten Verschleierung, sehen also in der Maskenpflicht sowas wie eine Vorstufe zur Burka-Pflicht und sehen sie damit als Etappe hin zu einer völligen Entmündigung, zu einem kompletten, dauerhaften Entzug von Freiheitsrechten. Also, wer die Masken nur negativ als Verlustphänomen erleben kann, wird vermutlich auch anfälliger sein für Alarmismus, für allerlei krude Behauptungen. Umgekehrt aber dürfte gegen solche dystopischen, gegen solche kulturpessimistischen Vorstellungen weitgehend gefeit sein, wer die Gesichtsmasken oder wer überhaupt jede weitere Form der Maskierung ja, als ein Angebot zum Rollenspiel, damit vielleicht sogar als Befreiung, als Multiplizierung der eigenen Persönlichkeit begreift. Und der reale öffentliche Raum ist dann eben gerade aktuell sogar mehr als sonst noch eine Fortsetzung des öffentlichen Online-Raums. Man begreift eben sowas wie die Maskenpflicht als eine Challenge, um sich möglichst interessant, originell, imagefördernd in Szene zu setzen. Es gibt Hashtags wie zum Beispiel Mask Challenge, die zeugen von einer solchen Mentalität. Also hier beweist man sich gegenseitig, was sich aus den gegebenen Umständen machen lässt. Die Vielfalt von Ideen, von Designs in den letzten Wochen lässt aus meiner Sicht nichts unangebrachter erscheinen als den Vorwurf, die Maskenpflicht würde die Meinungsfreiheit einschränken. Zugleich zeigen die aktuellen gesellschaftlichen Konflikte, die rund um das Thema Maskenpflicht stattfinden, aber auch, wie umkämpft die Idee des öffentlichen Lebens ist. Und ja, wie sehr die zunehmende Bedeutung des öffentlichen Online-Raums und der in ihm entstehenden digitalen Bilder dazu führt, dass diese Idee anders interpretiert wird, als es in der Moderne üblich war. Das heißt, was wir brauchen, ist eine ausgiebige Diskussion über die Idee des öffentlichen Raums, des öffentlichen Lebens in Zeiten, in denen ja, die unterschiedlichen Standards des physischen und des digitalen öffentlichen Raums deutlich werden und offensichtlich zu großen Problemen führen.